Heute möchte ich euch über die Sonnenfinsternis berichten. Und damit seid alle recht herzlich gegrüßt. In diesem Jahr gab es bereits eine Sonnenfinsternis. Diese totale Sonnenfinsternis fand am 9. März statt. Dieses Ereignis konnte man bei uns nicht beobachten. In Indonesien und im Nordpazifik war es allerdings ein großartiges Ereignis. Die zweite und letzte Sonnenfinsternis in diesem Jahr findet am Donnerstag, den 1. September 2016 statt und stellt sich ringförmig dar. Der Sonnenring kann leider in Europa nicht gesichtet werden, sondern nur in Afrika von Gabun bis Mosambik. Da kann man die Sonnenfinsternis wie einen Streifen bewundern. Und so entsteht eine Sonnenfinsternis. Der Mond wirft seinen Schatten auf die Erde, wenn er zwischen der Sonne und der Erde steht. Sonnenfinsternisse sind astrologisch gesehen immer mit großen Umbrüchen verbunden. Sie deuten auf Neuanfänge hin, auch auf neue Zeitabschnitte. Auch heute noch werden Finsternisse teilweise als Zeichen großen Unglücks gedeutet. Ich werde auf die bevorstehende Sonnenfinsternis ein Horoskop für jedes einzelne Tierkreiszeichen, also Sternzeichen, differenziert in den nächsten Tagen abgeben. Ihr dürft gespannt sein. Solltet ihr noch Fragen haben, meldet euch über die Rubrik Kommentar. Ich kläre auf. Ich hoffe, dass auch dieser Artikel für euch interessant ist oder sogar hilfreich war. Lasst es mich wissen. Ihr wisst, eure Meinung ist mir wichtig. Bis dahin, eure Derya.